Moin Welt, da bin ich wieder. Heute mal nur mit meinen Händen, ohne mein Gesicht. Und zwar, weil ich euch eigentlich nur kurz etwas zeigen möchte. Es geht darum, um dieses kleine süße Testpäckchen, was mich heute erreicht hat. Und zwar sind dort kleine Wachsproben drin von Sensi, von der lieben Prinzessin Essenzi heißt sie auf Instagram. Und ja, ich möchte das einfach mit euch gerade mal kurz auspacken. Ihr könnt es leider nicht riechen, aber der Duft, der mir in die Nase steigt, ist fantastisch. Viele kennen es vielleicht auch von euch, was das ist. Das sind halt auch unter anderem so kleine Wachse, die man in eine Duftlampe tut, die dann schmilzen und ihren unglaublich tollen Duft verteilen im Raum. Es gibt auch ganz, ganz viele Duftlampen. Ach, von bis, aber alles riecht einfach nur fantastisch. Diese Sachen sind frei von Gluten, toxischen Stoffen und tierversuchsfrei. Das finde ich natürlich auch immer ganz, ganz wichtig. Ja, und die Liebe hat mir hier, wie ihr seht, was Kleines zusammengepackt. Da sind so kleine Duftproben drin, in so Herzchenform, ganz, ganz süß gemacht. Das zum Beispiel wäre Black Raspberry Vanille. Und das riecht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und da gibt es dann eben von bis so kleine Sachen zum Probieren. Strawberry Rose. Haben wir hier unter anderem noch. Was haben wir hier noch? Das kann ich jetzt nicht lesen. Blütenblätter. Himmlische Träume, Blütenblätter, sternfunkelnde Blütenblätter. Ich glaube Vanille. Das sieht so aus. Dann haben wir Summer Holiday. Es nimmt gar kein Ende. Hier haben wir wieder ein kleines Herzchen. Tinselberry. Dann haben wir Palm Trees and Ocean Breeze. Auch ein kleines Herz. Dann haben wir hier etwas. Einen Wäscheduft für die Waschtrommel. Pink Cotton. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Das wird auf jeden Fall spätestens morgen ausprobiert. Denn ich muss zum Glück wieder Wäsche waschen. Jade und Jasmin haben wir noch dabei. Ein rotes Herz, eine Duftprobe. Pomegranate Prosecco. Nicht zum Verzehr geeignet, steht extra nochmal drauf. Cashmere and Corduroy. Sorry for my English. Es nimmt gar kein Ende. Also die Liebe hat wirklich ganz, ganz viel Proben hier reingepackt. Tangerine Cream Circle ist noch mal so. Und da taucht sie ja auch schon langsam Stück für Stück auf, ne? Die liebe Tanja ist das. Tanja Moosmann, wie gesagt, Instagram Princess in Sensi. Ja, da stehen noch mal so ein paar Kontaktdaten drauf. Auch schön, ne? Ach, die Optik. Die Optik ist schon wieder toll. So, da haben wir hier noch ein kleines Herzchen. Clean Breeze. Und eine Handcreme. Schimmer. Die packe ich natürlich auch gleich mal aus. So, mal dran schnuppern. Ja, das riecht fantastisch. Ich nehme mal so ein ganz kleines bisschen. Ich muss das ja immer alles gleich ausprobieren. Oh ja, das ist ein ganz, ganz toller Duft. Fühlt sich total super pflegend an, auf jeden Fall. Ja, Flogi ist natürlich jetzt auch wieder mit am Start. Nimm noch mal ein bisschen mehr. Zieht super schnell ein. Also, ja, als ich das Päckchen aufgemacht habe, eben kamen die Katzen auch gleich angestürmt und haben ihre Nase da reingehalten. Also, hier haben wir noch mal eine kleine Handcreme. Also, ich sag ja, die machen ganz, ganz viel. Und die Duftlampen finde ich ja auch immer so totschick. Und jetzt werde ich das eben einmal ausprobieren mit meiner Duftlampe, die ich noch habe.
Pink Haze, ist das noch mal ein kleines Herzchen? Und dann werde ich mir bestimmt auch eine tolle Lampe bestellen, könnte ich mir vorstellen. Hier haben wir noch mal so einen Flyer mit drin und hier noch mal etwas Herbst-Winter 2021. Alles, was es so an Neuigkeiten gibt, da seht ihr halt so, ne, die Duftlampen. Oh, hier auch so ein Buddha-Kopf. Das ist also, ich könnte die alle holen. Ich finde sie alle wunderschön. Und bin schon ganz gespannt auf diese Düfte, die sich heute bei mir verbreiten werden. Hier sogar Spider-Man. Cool. Von Marvel, Spider-Man. Ja, also wirklich Mickey Mouse. Ganz, ganz viele tolle Sachen. Würzig, fruchtig, blumigen Duft, frischen Duft, alles, was man möchte. Zitrus, Bäckerei. Oh, Bäckerei wäre auch was für mich. Hack in a Mug, Spice Cake ist neu. Also hier ist noch mal so einiges Neues. Körperspray, gibt es ein Duschgel, Handcreme, Handseife, Badesalz, Zuckerpeeling. Also meine Güte, ich muss alles gefühlt haben. Dann haben wir hier sogar so eine Schlüsselanhänger. Ja, also wie ihr seht, ne? Ganz, ganz Duftventilatoren für die Wandsteckdose, damit sich das auch schön überall hin verteilt. Also wirklich, ich bin begeistert, schon immer gewesen und war jetzt froh, dass ich die Chance habe, so ein kleines ja, Duftprobepaketchen zu bekommen. Und dann haben wir hier noch etwas. Und zwar kann man da seine eigenen Sachen bedrucken lassen. Mit ja, Namen oder was man sich halt so vorstellen kann. Auch Made by Tanja. Ja, also wie ihr seht, ich bin super gut versorgt und werde das ganz, ganz, ganz schnell ausprobieren. Ich danke dir, liebe Tanja, auf jeden Fall für dieses kleine, aber sehr, sehr feine Probenpäckchen. Dann kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich heute als erstes nehmen werde. Ich werde auf jeden Fall berichten. Also die Handcreme ist schon mal richtig, richtig toll. Und es ist auch nicht so ein Duft, wo man denkt, oh, geh mir weg, ist viel zu heftig. Nein, es ist wirklich, ja, also auch so, auch was einem hier schon entgegenkommt. Ich kann euch sagen, es ist ein Träumchen. So, ja, das wollte ich euch kurz zeigen. Wird erstmal wieder zugemacht, damit die Katzen da ihre Nase nicht so reinhalten. Ja, und ich wünsche euch erstmal noch einen hervorragenden, wunderschönen Tag und werde berichten, wie gesagt, ne? Bis ganz, ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.